willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Software bei Slammermod bei einem Kundenfahrzeug. Bei diesem FK2 ist technisch fast das gleiche wie bei mir. Ein bisschen andere Ansaugung. Keine andere Ansaugung hat er drin. Das hat Originalansaugung. Ein Wagner-Ladenkühler und ein Remus Upcut. Also eine Serie Downpipe. Bei mir müssen wir eh noch Software checken, wie viel es jetzt gebracht hat, weil wir waren ja nie auf dem Prüfstand. Das heißt, wir machen heute FK8 Leistung. Wir machen FK2 Leistung. Würde ich sagen, legen wir los. Rein zum Thema, wo wir hier eigentlich sind. Ihr erinnert euch vielleicht an unser erstes Type-R-Video auf dem Dyno. Das war 2018 im Dezember. Da war ich mit meinem Auto da, mit Engine Intake, was relativ heiße Luft zog. Das Thema hatten wir schon x-mal. Und die Miltek Non-Resonated, da waren wir bei 890. Die waren allerdings am anderen Standort. Jetzt sind die hier in Dietenheim in einer neuen Halle. Und wenn ihr Bock auf Software und Prüfstand habt, dann kommt einfach hierher. Hier ist es mega geil. Hier habt ihr Platz, hier habt ihr gute Leute und Leute, die auch was davon verstehen. Der FK2 ist es auf dem Prüfstand. Eingangsmessungen sind 341 PS und 450 Newtonmeter. Ist also schon wirklich gut. Wie gesagt, nur Ladeluftkühler und die Abgasanlage von Remus mit offener Klappe. Dani macht das gerade noch Software. Das heißt, wir gucken jetzt danach, wie man die Kurve verändert. Der Kunde wollte, dass es relativ human bleibt vor der Drehmomentkurve, weil er viel fährt, wo man viel Pässe hoch und runter macht. Und das würde bei zu viel Drehmoment die Kupplung wegkratzen. Wollen wir nicht, also wird nachprogrammiert. Und damit geschaut, dass alles läuft. Jetzt ist es soweit. Mein eigener Type R ist auf dem Prüfstand. Wir haben die erste Messung schon hinter uns. Wir haben jetzt 416 PS und 590 Newtonmeter gehabt. Allerdings rutscht die Kupplung ja ein bisschen. Deswegen können wir nicht genau feststellen, wie viel Drehmoment wir haben. Jetzt wird nachprogrammiert und es wird noch Schubknall nachprogrammiert, weil es ja echt human ist. Nicht so wie beim FK2 vorher von Ulrich. Das war ja echt... jetzt lassen wir kurz fertig programmieren, bauen den ganzen Spaß wieder ein, machen eine Messung und hoffen, dass die Kupplung nicht mehr rutscht. So Leute, abschließendes Fazit haben wir 427 PS und 592 Newtonmeter. Ähnliche Werte, wie wir eigentlich auch uns erhofft hatten, deswegen ich bin sehr zufrieden. Kupplung rutscht nicht mehr. Da hatten wir nur einen kleinen steilen Anstieg in der Software, was die Kupplung zum Rutschen gebracht hat, ist jetzt behoben. Wir haben Schubknall nachprogrammieren lassen, das habt ihr gerade gesehen bei uns auf dem Dyno. So, abschließend sagen, geile Software, geiler Auspuff, bis zum nächsten Mal.